Herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wieder zurück in der Gruft. Ich bin gerade ein bisschen leiser, laut auf meinem Ohr im Moment. So, sollte schon besser sein. Gut, wir haben glaube ich schon mit den Kollegen geredet, oder? Ich lasse sie lieber weiterarbeiten. Sie haben noch einiges vor sich. Ja, das stimmt. Das Projekt steht unter keinem guten Stern, würde ich sagen. Die beiden scheinen massive Kommunikationsprobleme zu haben. Stimmt, ich erinnere mich, wir wollten rausgehen. Dann machen wir das mal direkt. Oh, schöne Landschaft. Und viele neue Sachen, wie beispielsweise ein roter Stein. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Dann nehmen wir es direkt mit. Rote Erde. Pilze. Haben wir hier natürlich auch. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Probier es mal direkt aus. Oder nimm es einfach mit. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ein Stück Papier. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Dann nehmen wir die mal direkt mit. Dann können wir wohl wieder irgendwo zwischen den Gegenden herumswitchen. Und das sieht nach einem etwas größeren Plan aus. Gut, was haben wir hier noch? Ein Paladin. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Oder halt richtig. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Mhm. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Nein. Wer es mag, Freak. Wer es mag, wird Paladin. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Der hat irgendwie Probleme mit dem Wort Zombie. Ich muss los. Männerkram machen. Oh yeah. Wie beispielsweise mit einem Kopf reden. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelviecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Natürlich, das ist leider ein Problem eines jeden Menschen. Ja, natürlich doch. Doofer Paladin, schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey, kein Herumgetuschel da.
Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Mimi, Mimi, Mimi. Bist du Esther? Mhm. Ich habe deinen Körper kennengelernt. Ihm geht es gut, also bis auf die Sache mit dem fehlenden Kopf. Grüß ihn schön von mir. Ich vermisse ihn. Ich würde ihm ja schreiben, aber... Psst. Ruhe da. Oh. Er kann sich doch nicht durchsetzen. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey! Keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. Oh. Gut, was haben wir denn hier noch? Ein feuchter Boden, wo er hinspuckt. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Mhm. Der Paladin spuckt... Eine Truhe. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Hm. Das Neueste vom Neuen. Können wir da... Darauf ist ein Logo. Hm. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Können wir da irgendwas rausnehmen? Er sieht gerade nicht her. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. Sicher. Sicher, sicher. Sehr schön. Wir haben ganz viel Zeug. Und ich weiß nicht, was wir machen können. Von daher drücke ich mal auf die Leertaste. Da haben wir schon wahrscheinlich alles abgeguckt. So. Mehr Interessantes war nicht drin. Interessantes. Nicht, dass ich Pompons interessant finden würde. Das wollte ich anmerken. Dann betreten wir das Tipi. Läuft er jetzt da komplett hoch oder gibt es einen kurzen Cut? Was ich begrüßen würde. Cut. Juden doch. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Hm. Du hast du noch nicht mal beleidigt. Ein hässlicher Federschmuck. Der muss weg. Auf keinen Fall. Ich setz mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Immerhin etwas. Ein Mörser Samtstößel. In echter Männergröße. Oder einfach recht nah an der Kamera platziert. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier haben tun. Haben wir irgendwas? Pilze? Nö? Steinchen? Ja. Okay, ich fülle die Erde in Weshalb den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. Mhm. Können wir noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Gut. Dann haben wir noch ein Metallchen. Gefäß. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Nehmen wir den einfach mit. Hey, Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stell mal kurz vor dich hin. Danke. Danke. Und da haben wir schon wieder was. Da haben wir noch eine Truhe. Kriegen wir da auch was raus? Kuhschminke. Mhm. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Das ist auch egal. Hm, schwarze Tusche. Wie kann ich mitnehmen? Na, immerhin. Ein Feuerchen. Die Kohlen glühen nur noch. Aber die Hitze ist enorm. Die Kohlen glühen? Mhm. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer. Mhm. Dann lassen wir das erstmal so. Den Federschmuck. Immer noch hässlich. Okay. Dann nicht. Dann reden wir mal mit ihm. Wenn's geht. Hallo da. Hm. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. Muh.
Ich habe dich gehört. Oh, das ist Spitze. Mein Name ist Nate und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf, Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Richtig. Die ganze Zeit. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nun mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Astrein. Schon wieder fast daneben gelaufen. Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Nochmal schön provokativ. Okay. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Rauchende Büffel. Soll man nicht stören. Okay, dann erstmal nicht. Ups, sorry. Dann gehen wir mal zu dem Ork-Lager. Den nächsten Screen. Mit böser Musik. Dramatik. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Können wir aber mitnehmen. Sehr schön. Ein Müllhaufen. Lässt sich doch einiges finden. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Sowas in der Art haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Hier haben wir noch Blümchen. Blümchen. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Dann reißen wir die mal raus. Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Reiß sie raus. Sehr schön. Toll. Jetzt habe ich blaue Finger. Ist doch egal. Können wir das nicht angucken? Nee. Dann haben wir hier noch ein Plakat. Plakat. Gesucht. Erschlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla. Ist doch immer dasselbe. Nehmen wir einfach mal mit. So. Gehen wir mal rinne. Versuchen wir es zumindest mal.